Dumm, dumm, da 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 dumm. Miau. Da geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Guten Tag. Eskeli. Ja, Mann! Ja? Kommt, meine Schäfchen! Sehr gut. So. Damit wird der nächste Schritt sein, Betten herzustellen, was sehr gut ist. So, neben unserem Freund hier kann der Kartentischchen. Es sind sogar gleich zwei Schafe. Oh. Komm. Daneben. Komm, put, 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 put. Kommt hier rein. Euer Scheiße Ernst, ihr kommt nicht durch das. Auch schon einfach auf dem Boden. So. Ist lieblos. Oh, das ist nicht geschlossen. Die beiden sind echt so dämlich und kommen nicht durch ein Tor durch, weil sie sich gegenseitig blockieren. Ja, Schafe brauchen, Schafe und generell Tiere brauchen am besten zwei Tore. Wo ist dein Bruder? Komm ran. Nein, 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 nein. Mitkommen. Nein. Haben wir noch vier, fünf, sechs. Los, macht Schafliebe. Da setzt man den Gerber dann hin. Sehr schön. Gerber braucht Kessel. Keine Ahnung, ob der Wasser einmal braucht, aber soll er haben. So, dann als nächstes. 5. Dafür setzen wir zuallererst die Steine, die Zäune. Jo, Genes, was geht? Ich trage goldene Schuhe, Halleluja. Warst du gerade unsicher, ob du den Drip hast? Ja. Er ist hier gekommen, hat uns ausgecheckt und ist gegangen. Der hat quasi genickt und gesagt, nice shoes. Und ist gegangen. Was? Nix, ich dachte nur kurz. Jedes Mal, wenn die irgendwelche Geräusche machen, denke ich mir so, oh nein. Ich habe kein Gold der Gefahr, ne? Kein Gold der Gefahr. Katze weint. Ja, du kriegst gleich zu fressen. Du mich auch, Kater. Miau, miau. Nein! Kater Hunger, Kater fressen. Ja, ich habe jetzt gerade sehr, sehr viele Eichenholz-Zauntore gebaut. So ein paar. Doch voll entspannt, also. Kater, wie wär's, wenn du ein bisschen chillst? Er sagt nein, fick dich. Okay. So. Also die Eichenholzzäune werden, Zauntore werden nicht so schnell ausgehen. Ist ja gut. Gleich. Lass mich zumindest den Kram jetzt zu Ende bauen. Brüllt er mich an, er ist in seinem Leben noch nie gefüttert worden.
Okay, Sekunde. Ich bin gleich zurück. Er macht jetzt schon Schwachsinn. Er ist das Regal geklärt und fängt an, Sachen runterzuschmeißen. Ich bin gleich zurück. Ja. Du bist der Zerstörer. Yes. Warum tut er das denn? God's again. Entwannst du? Hol das Messer raus. Halleluja. Das Bücherregal heißt doch Bücherregal, oder? Ja. Okay, wenn ich das in der Suche eingebe, dann zeigt er mir das nicht an. Hattest du schon mal Bücher im Inventar? Ah, okay, das könnte daran liegen. Ja, das ist... Wie viel Papier brauche ich denn für ein Buch? Ich glaube, du brauchst ein Leder und drei Papier ist bei mir nicht so. Ah, guck mal, Rezeptbuch. Wurde erweitert. Sehr schön. Hat einen Tisch? Nee, der interessiert mich recht herzlich wenig. Für ein Buch brauche ich drei Papier und ein Leder. Das stimmt. Ja. Drei Bücher brauche ich für ein Bücher. Okay. So. Hallo Gertrud. Gertrud, die alte Nazi-Sau. Ja, ne? What? Hallo Gennis. So. Ja, Hundi. Na gut, ist der Chat natürlich mit verschwunden. Kater, Hunger, Kater, Fressen, Kabel. Genau, schön, das hat ich noch nicht behoben gekriegt. Schade. Behutsamkeit. Deine Eisenspitzhacke ist in der Kiste. Ist ein bisschen mehr als halb verbraucht. Ja, es wird machbar sein. Eisenbahn. Genau, wir waren gerade dabei, hier die Büften zu bauen. Jetzt kommst du wieder. Du hast noch nicht mal aufgegessen, du Arschloch. Das macht Astria auch im Moment immer. Ich fütter sie und dann lässt sie fast ihren ganzen Teller einfach liegen. Jetzt kommt der Herr und fängt an zu weinen. Sein Hunger ist der Hunger nach Aufmerksamkeit. Er steht mal 5 Minuten nicht im Mittelpunkt. Sofort ausrasten, Riot gehen. Das ist einfach unfair, ungerecht. Ihr da übrigens, geht hier raus aus der Hütte. T.S., wo ist all diesen Quarz habe? So, kommt hier rüber. Das ist jetzt für den Hundehanker. Ah.
Ein Hundehanger? Ja. Es sind ein paar Hunde hier. So 3 bis 4. Au. Jo. Ach Gott, sie sind auch Hunde. Jetzt kommen. Was? Was willst du von mir? Tension. Abyss, komm her. Ja. Ja, Katze. Was? Was guckst du mich an? Und für was brauchten wir eigentlich die Netherwarzen? Tränke. Ah. Jetzt geht er und weint wieder. Ja. Eisen, wie kannst du ihm auch keine 2 Sekunden Aufmerksamkeit geben? Das geht nicht. Wohl wahr. Hunde! Aus dem Weg! Ja, genau. Für 15 Kohle oder für 4 Eisenblöcke kriege ich ihn. Ja, du bist doch wohl behindert im Kopf. Und nicht mit der Spitzhacke. Eisenblöcke? Barren. Ja, die haben komische. Die haben ihre Sachen so. Bauen Katerkoppen, markieren und montieren eine Katzencam. Hätte safe nur 2 Minuten. Ganz einfach, weil jemand mich die ganze Zeit hier anschreien muss. So, ein bisschen Kohle bei Gürgen verkaufen. Gürgen leveln. Kater, geh da runter. Nicht miau miau. Beweg deinen Arsch hier rüber. Abyss. Abyss, komm her. Ja, hier ist die Hand, die du schmusen willst. Komm hier rüber. Okay, jetzt. Nächster Schritt. Setz dich hier hin. Da kommt er angeflogen. So, hier. Okay, aktiv streicheln, sonst ist er unzufrieden. Wie viel ich eigentlich mit ihm schmuse? 90% während der Aufnahme sitzt er auf meinem Schoß und schläft. Wenn er mir nicht entscheidet, spontan irgendwo wegzugehen. Die ganze Nacht pennt er gewissermaßen auf meinem Bein. Morgens früh weckt er mich auf. Und ansonsten verschwindet er einfach den ganzen Tag über in der Wohnung und versteckt sich irgendwie in den Einkaufstaschen oder sowas. Ja. So. Das alles gesagt. Die Dinger müssen noch verteilt werden. 5 Berufe. Was war das denn für ein Matrix-Move? Wanted, das war ein Wanted-Move. Fast kommt nach dahin. Kratzbaum ist vorhanden. Er kratzt auch daran. Wann er mehr nicht mich benutzt. Bei Gott ist auf Dauer schmerzhaft. So. Und so. Und dann haben wir auch die beiden hier. Steinsäge direkt neben dem Bett. Das ist angenehm. Also, dieser Kater hat alles. Außer einen gesunden Menschenverstand im Endeffekt.
So. Was hat der Golem da denn jetzt im Google geklatscht? Katze, komm mit. Gummifisch. Er hat zahllose Dinge, die er so benutzt. Meistens Dinge, die nicht dafür... Oh nein, Sekunde. Ich muss ja mich in diesem Kümmern, weil er Aufmerksamkeit will. Na, verdammt. Gleich zurück. In solchen Hinsichten bin ich ja echt ganz froh, dass ich keine Katze habe. Er hat eine High-Maintenance-Katze. Ja. Wenn ich mir mal... Ja gut, unsere Katzen waren immer... Ach, sag doch mal schnell. Draußen unterwegs, jetzt. Ah, ja, dann sind natürlich die Wesen entspannter drauf. Die Dude ist zum Fressen reingekommen. Er ist wieder rausgegangen. So funktionieren Katzen. Hauskatzen sind halt ein bisschen... Da muss man, sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Und sind die wahnsinnig. So. Enderman. Ich weiß ja nicht warum, ne? Aber der muss jedes Mal die Kacke bei mir abstellen. Heißt der Rumi? Nein. So. Okay. Stoff, was will aber. Rosa Farbstoff. Hi. Guck mal hier. Ein Block. Du wirst doch wohl jetzt nicht sagen wollen, dass du müde bist, Luf. Na ja, doch. Aber ich bin immer müde. So. Ah, ich hab Seegras sogar noch da. Perfekt. Auch eine echte Roomtour. Es gibt keine Roomtour, weil es gewissermaßen nur zwei Räume gibt und nichts in den Räumen drin. Katzen haben keine Besitzer, sie haben Diener und das ist gut so. Das ist allerdings wahr. Was der Kater angefasst hat, er hat angefangen, am Kabel zu ziehen von da hinten, vom
vom Klavierding. Tata, was machst du da schon? Du weißt ganz genau, was du nicht darfst. Er rennt dann auch jedes Mal weg. Er rennt dann einfach eiskalt weg. Genau wie der magersüchtige Kollege da hinten. Gringo, komm hier rüber. Ich hätte nur einen Taktik, Bruder. Da rennt er hinten mit seinen komischen Sneakern weg. Ha, du Pisser, die Sneaker bekommst du niemals. Oh nein. Abyss. Was machst du da? Tut mir leid, dass ich jetzt ganz mal wegrennen muss wegen Katze. Aber leider ist Katze leider. Hat schon wieder so einen Anfall. Wenn die Welt nicht ihn im Mittelpunkt hat, ist er gerade unzufrieden. Jetzt sitzt er da, stolz mit sich selbst, wie so eine Sphinx auf dem Boden. Jo? Plünderung. Da hörst die verdammte Ingame-Katze auf meinem Bett schnurren. Beide. Zwei, okay, das erklärt's. Na. Jetzt gerade geht er. Er ist zufrieden mit sich selbst. Er hat für genug Chaos gesorgt. So, genau. Betten bauen. Betten bauen war, was ich vorhatte. Und neue Schwächetränke herstellen. Ebenso wie goldene Äpfel zusammenzukratzen, neuer. Sortieren. So. Da sind die Äpfel. Das Punkt, okay. Jetzt Zombies hier schon wieder. Unter uns. Sind offensichtlich unter uns. Fühlen sich doch scheinbar sehr wohl. Nein. Weingummi. Ich habe mir nebenbei, während ich Katze gefüttert habe, auch Weingummi abgeholt. Ganz ausnahmsweise. Hier sind wir schon ein Weilchen wieder unterwegs. So. Ja, Matte einwerfen. Weitere Türen brauchen wir auch noch und Betten. Genau, das war die Idee. Tränke vorbereiten. Einen Schwächetrank haben wir noch. Wir brauchen 7 Stück. Wasserflaschen. Wo haben wir sie denn? Das sind seltsame Tränke. Die brauchen wir nicht da. Also, wen willst du denn schwächen? Die Leute, die eine kleine Segnung brauchen. Das tut ihnen gut, die mögen das. Sie wissen es nur noch nicht. Aber zwecks dessen brauche ich Schmerz sogar. Okay. Also gehe ich mal Zucker abholen. Ein Hoch auf diese Zuckerfarm, Zuckerfarm, Zuckerfarm. Ein Hoch auf diese Zuckerfarm, Zuckerfarm. Genau. Lass das und stirb. Nein, lass mich hier raus. Ich will nicht.
ihr da oben an der Butze steht. Oder der Pascha wäre. Hier. Ungeheuerlich. Du dummes Stück. Dann müssen wir gleich Fichtenholz abholen, um die letzten Türen zu ziehen. Frage zu Axolotl. Axolotl. Die müssen, die brauchen keine Luft, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht davon ausgehen, dass sie Luft brauchen. Weil wenn ich mir die ansehe, sie sehen aus wie Amphibien, also vielleicht. Also meiner ist bis jetzt mal noch nicht gestorben. Deiner hält es auch am Rand der Glasplatten an. Ja. Auf. Ich habe alles, was ich brauche für die fermentierten Spinnenaugen. Mein Aquarium. Ach Gott. Na, der kann nichts dazu. Nein, Silpo kann nichts dazu. Ich brauche doch nicht 7. Ich brauche nur 2 fermentierte Spinnenaugen. Weil jeder 3 Tränke machen kann. Ach, Mann. Nun gut. Das passiert. Hat dann für später was. Wir werden noch weitere Segnungen machen nach diesen 7 Leuten. So, einige. Wo besparen wir unser Schießpulver auf? Sadly, despite being labeled as amphibian, axolotls quickly have gills. Cannot breathe on land like salamanders or dwarf. So. Abyss. Was machst du da hinten schon wieder? Kater. So. Gluck, gluck, gluck. Dann ist dieses Spinnenauge. Natürlich, Schmeling hat er seine eigene Toilette. Auch wenn es an so vielen Stellen einfacher wäre, wenn er auf ein normale gehen könnte, aber so behindert ist meine Katze leider nicht. Du meinst schon intelligent. Gleiche Sache. Was? Was guckst du mich jetzt so an? Sagt er. Gluck, gluck, gluck. Nein. Okay, die Goldblöcke hier werden wieder aufgelöst. Ich glaube, ich habe selten so viel Gold gebraucht. Ah, doch, das kommt gut hin. Sieben goldene Äpfel. Und damit haben wir 7 Segnungen. Die letzten 7 Berufe, die wir nicht erfüllt haben. Müssen wir nur noch die Boys finden, ne? Genau, einen Boy haben wir sogar noch. Wo ist der denn? Nein, stimmt, haben wir nicht. Hast du vollkommen recht. Gucci Gustav wurde ja bereits wiederbelebt.
Ich wollte gerade sagen, Kutschikusov hast du doch vorhin sie wiederbelebt. Was wir nicht haben, sind 7 Namensschilder. Ja, das ist doof, ne? Wir haben aktuell noch Gipmer. Zum alles einlagern, was nicht. Wasser braucht man immer. So. Ein Stack Erde braucht man bei so einer Situation immer. Okay, und das Namensschild für Gipmer.